Willkommen zu Bögis Welt Folge 170. Ein kleines Jubiläum. Jubiläum! Jubiläum! Prost! Gibt es denn heute auch ein Thema? Nö, heute machen wir mal so kuriose, unnütze Fakten, querbeet. Hat er mit Gärtnern nichts zu tun. Ach so, ich dachte jetzt. Gärtnerfakten. Nein, keine Gärtnerfakten. Obwohl du ja so schön in grün gekleidet bist. Ja. Du bist ja das grüne Ampelmännchen. Du bist so eher das rote Ampelmännchen. Richtig. Oder Ampelmännchen, vielleicht auch das. Ja. Fängst du an? Fang ich mal an, ne? Mach mal. Der Urgroßvater von Günther Jauch unterschrieb die Geburtsurkunde von Karl Marx. Das war wann? Vor Urzeit. Vor Urzeiten. Ja, muss ja der, das ist ja, also das ist ja dann der Vater des Vaters, des Vaters, des Vaters, des Großvaters, also des Opas von Günther Jauch, also sechs Generationen davor, also es muss vor 1900 gewesen sein, schätze ich mal. Ja, Karl Marx wurde vor 1900 geboren. Okay. Der hat ja mit Engels zusammen das Kapital irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg schon geschrieben. Ja. Die Marx-Engels-Werke. Ja, ja. Wer kennt es nicht? Aber so schließt sich der Kreis, ne? Und deswegen ist Günther Jauch jetzt so schlau und macht Wer wird Millionär, weil der Großvater. Ja. Dann, obwohl, vielleicht war er dann ja schon tot, als sie die Werke geschrieben haben. Das könnte sein. Aber wenigstens konnte er schreiben. Ja. Das ist Fakt. Vielleicht war sein Urgroßvater muss ja nicht mal Stammesbeamter sein. Er könnte ja auch der Arzt gewesen sein. Ah. Bei der Geburt. Jetzt würde mich ja interessieren, ob diese Frage auch bei Wer wird Millionär vorgekommen ist. Das wäre ja lustig, wenn dann Günther Jauch, dann stellst du die Frage, wessen Urgroßvater unterzeichnete die Geburtsurkunde von Karl Marx? Ja, das A. Dieter Bohlen. B. Til Schweiger. C. Günther Jauch. Ich. Ja, ja. Oder D. Verona Poth. Ja. Fakt 3187. Ein Wetterfakt. Wir haben ja schönes Wetter heute, über 30 Grad fast. Zumindest war es im Auto eben so. Ja, du hast ja ein schwarzes, ne? Ja. Ja. Und keine Garage. Aber egal, darum geht es ja nicht. Es geht um Regen. Also eher gesagt um Regenschirme, denn es werden rund 75.000 Regenschirme jedes Jahr in der Londoner U-Bahn vergessen. Oh, da hätte ich aber mehr getippt. Wie viele Millionen Einwohner hat London? 4, 5, 6, 8? Okay, nicht alle fahren mit der U-Bahn, aber und regnen tut es da auch massig. Also für die Bewohnerzahl finde ich 75.000 nicht allzu viel. Vielleicht ist das ja auch nur Dunkelziffer, weil das sind vielleicht auch die Regenschirme, die auch dann noch da sind. Vielleicht sind das ja viel mehr und irgendwer, der keine Regenschirme hat. Und dann klaut sie sich. Ich brauche keinen mitnehmen, die liegen da sowieso in der U-Bahn rum. Ja, das kann natürlich auch sein. Der Planet Uranus hieß ungefähr 70 Jahre lang George. Sein Entdecker William Herschel gab ihm 1781 zu Ehren König Georgs III. Den Namen Georgium Sidus, Georgs Stern.
Erst in den 1850er Jahren wurde sein Name offiziell in Uranus umbenannt. Oder heißt das Uranus? Ja, wir überlegen ja jetzt auch gerade, ob sie eine wieder umbenennen wollen. In Urektum. Also dann gefiel mir George besser. George, ja. Aber kannst du diesen Spruch nicht mehr machen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Unsere neuen Planeten. Nee. Planeten geht ja auch nicht mehr wegen Pluto. Ja, deswegen heißt es jetzt unser Nachthimmel. Mit George würde das ja heißen, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag. Geschickt nach dem Himmel. Erklärt mir jeden Sonntag George's Nebenhöhlen. Okay. Ja. Sprecht ihr den Planeten Uranus aus oder Uranus? Ist ja die Frage, warum der jetzt so heißt. Ist das auch wieder irgend so ein... Das war doch ein Gott. Auch so ein Gott? Wie Neptun und Venus und irgendwie sowas. Also Uranus war dann der Gott der Verdauung oder wie? Der Gott der Exkremente oder? Nein, das war, was weiß ich, was der war. Das war vor meiner Zeit. Uranus. Das war Ur. Anus. Das ist der Planet von Günther Jauch. Sein Großvater. Ja. Jauchust. Wir können ihn ja Günther nennen. Fängt auch mit G an. Ja, ne? Günther. Ja. Ja, lustig. Lustig. Erraten, was es ist? Das sollte die Tatort-Melodie werden. So. Denn Udo Lindenberg spielte in der Urfassung der Tatort-Melodie das Schlagzeug. Schlagzeug. Das sind Rennenfüßen. Ich fand das als so kleiner Pötzel, wenn ich dann mal Tatort gucken durfte oder zufällig noch auf war und den gesehen habe. Das fand ich so gruselig mit diesen Masken da, also da stand ja so die Hände und dann kam das Gesicht davor und dann rannten die da und das war alles so, war es aufregend. War das damals auch schon mit dem Auge? Ja. Das, oder ist das immer noch das Gleiche? Oder haben die das mal das ist gemacht? Immer das Gleiche, glaube ich. Ich glaube, das ist seit 40 Jahren das Gleiche. Und das ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von... Wer? Der mit dem Auge? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war in der Urfassung Udo Lindenberg Schlagzeuger. Ja. Heute haben wir es mit Uhren, ne? Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das können wir nachher... Das können wir dann zum Schluss machen. Wir haben ja noch ein paar Fakten für euch. Ein bisschen urig wird es noch. Urig. Ja. Erinnern wir schon. Eben. Ja, kommen wir zu Fakt 3190. Und das erfüllt mal wieder voll die Klischees, die Studie, die das hier zustande gebracht hat. Und zwar, dass ein durchschnittlicher Mann mehr über sein Auto weiß, als über seinen eigenen Körper. Tatsächlich wissen 90% aller Männer in Deutschland, wie viel ihr Auto verbraucht. Dagegen kennen aber nur 58% dieser Männer ihre eigene Blutgruppe. Und sogar nur 34% ihren Cholesterinwert. Naja, dabei gibt es ja heute auch schon diese Uhren, wo du das alles ablesen kannst. Dieses Fitbit Watch. Da kannst du die Blutgruppe ablesen?
Das vielleicht noch nicht, aber. Ja, siehste. Und Cholesterin kannst du da auch nicht rauskriegen. Vielleicht gibt es ja sowas auch schon. Auf jeden Fall kannst du deinen Puls ablesen und sowas. Ist schön. Und die Uhrzeit, glaube ich, geht auch damit. Ja. Ja, aber da hat ja mein am meistgehasster Präsident der Welt, fast meistgehasster Präsident der Welt, etwas sehr Weises gesagt, was ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Wir haben nur deswegen so viele Corona-Fälle in den USA, weil wir so viele Tests machen. Und das habe ich dann auf meine Gesundheit dann mal so abgeleitet, weil... wenn ich mich nicht auf die Waage stelle, bin ich auch nicht zu dick. Ne? Früher gab es auch kein Cholesterinwert. Ja. Alles schon urkomisch hier. Ja. Früher gab es keine Blutgruppen. Alles Verschwörungstheorien. Ja, rot. Rot ist es. Rotschild. Rot ist das Blut und nicht blau. Genau. Ja. Ja. Kennst du denn deine Blutgruppe überhaupt? Da muss man einen Impfausweis einbauen. Ich weiß es auch. Ich weiß meine auch nicht. Aber ich habe meinen Impfausweis immer dabei. Ja, guck doch mal. Vielleicht braucht ja jemand Blut von dir. Dann sage ich es nicht. Nö, ist mein Blut. Ja, dann trinken wir überall. Blutverdünner. Blutverdünner. Meine Blutgruppe ist Pilz. Pilz, Hopfen, Südhang. So ungefähr. Genau. Ja. So. Das deutsche Urboot. Nein, das deutsche U-Boot. Ich habe Urbrot verstanden. Das deutsche Urbrot. Ich war schon wieder bei Konrad Adenauer. Das mit diesem Brot. Ja. Solltet ihr mal gucken. Müsste doch Staffel 1 sein, ne? Ja, es sind Staffel 1, wo Konrad Adenauer das Notizbrot erfunden hat. Guckt mal in die Archive. So, jetzt war richtig hier. Das deutsche U-Boot. U-1206 sank 1945. Das ist schon mal vorgekommen. Im Zweiten Weltkrieg ist es häufiger vorgekommen, dass deutsche U-Boote gesunken sind. Aber es sank, weil der Kapitän auf der Toilette statt der Spülung ein falsches Ventil betätigte. Ey, das ist übel. Das ist übel. Oder es war ein Ostfriese, der ein Fenster aufmachen wollte, weil er frische Luft wollte. Ja. Ja, tragisch. Manchmal kann Lebendigkeit auch tragisch sein. Aber gab es da Überlebende? Weil sonst wüssten sie ja nicht, dass das so passiert ist. Vielleicht haben sie es später geborgen gesehen, dass der noch auf dem Klo hing, die Hand am Fall. Das kann natürlich sein. Das ist aber auch gefährlich, ne? Ja. Also ich als Erbauer eines Schiffes würde ich lebenswichtige Ventile vielleicht nicht gerade ins Klo bauen. Vielleicht war das ein Amerikaner. Der hat sich eingeschmuggelt und hat selber versenkt. Hat das dann so ein Ingenieur. Das ist wie bei Star Wars mit dem Todesstern. Warum die denn den Todesstern mit einem Schuss in den Lüftungsschacht zerstören können? Ja. Da haben sie ja einen Film auch drüber gedreht, warum das denn so ist. Das ist ja auch einer, Spoiler übrigens, wer den Film noch nicht gesehen hat. Und das ist ja auch einer, der hat sich da... Ja, Spione gibt es überall. ...spioniert und hat das dann extra so gebaut. Und vielleicht war das ja auch so. Kommen wir mal zu was Süßem. Und zwar der Name Milka für Schokoartikel setzt sich aus den Worten Milch und Kakao zusammen. Eigentlich relativ simpel. Und bald, wahrscheinlich, könnte es zu neuen Formen der Schokolade kommen bei der Firma Milka.
Weil ihr habt gegen die Quadrate sportlich gut. Ritter Sport. Geklagt, weil die haben sich nämlich die quadratische Form der Schokoladentafel patentieren lassen vor 30, 40 Jahren und sind gerade in einem Rechtsstreit, der dieses Jahr noch entschieden wird. Das habe ich heute im Radio gehört. Ob denn die Firma Milka auch quadratische Tafeln herstellen darf. Ist für einen maschinellen Prozess günstiger, wenn du quadratische, also ne, gleichseitige, quadratische Sachen herstellst. Da kriegst du nämlich mehr nebeneinander, massig gesehen, als wenn es schmal und länglich ist. Rittersport hat das damals empfunden, nicht nur damit man es leichter knicken kann, sondern weil es auch dann mehr in die Produktionsstraße, weil du es einfach rentabler produzieren kannst. In quadratisch statt in länglich. Naja, aber eigentlich ist das ja ikonischer, dass das so längliche Schokoladentafeln sind, finde ich. Also wenn jetzt einer sagt, mal mal eine Tafel Schokolade, da kommt ja einer, keiner eigentlich darauf, eine quadratische Tafel Schokolade zu malen. Richtig, aber Milka ist ja nun ein Riesenmoloch und da geht es ja auch nur noch ums Geld und nicht kaum noch um Geschmack, finde ich. Die hatten mal gute Sachen. Ja, aber ne, das ist einfach eine reine Kostensache, weil du kriegst einfach mehr Auswand, kannst schneller und mehr produzieren. Es gab mal eine Viva-Moderatorin, die hieß auch Milka. Aber ich dachte Würfel. Ich hatte eine Schulkollegin, eine Schulkameradin, die hieß mal Würfel. Eine Orientierungsstufe. Und ich hatte auch mal einen Rubik-Zauberwürfel. Aber hat ja nichts jetzt mit quadratisch praktisch gut zu tun. Naja. Und auch nicht mit Milch und Kakao. Nein, auch nicht. Ja. Das ist wie Hanuta. Haselnusstafel. Wir können jetzt auch einfach mal sagen, willkommen bei Böwi. Böwe. Böwe, ja. Böwis Welt. Ja, ach hier, komm her. Ja, komm. Ein Jubi. Zylindrisch flüssig lecker. Statt quadratisch praktisch gut. Zylindrisch? Zylindrisch. Innen drin flüssig lecker. Ziflöle? Die nennen ja, Rittersport nennt sich ja auch nur Rittersport. Und nicht Quapragu. Quapragu. Das ist auch keiner Quapragu. Hört sich eklig an. Ja. Kann keiner kaufen. Irgendwie Kaulquappen. Mit 68,7 Millionen Urlaubsreisenden im Jahr 2016, also vor 4 Jahren, zählten die Deutschen zu den reisefreudigsten Bürgern der Europäischen Union. Ja, Hauptsache raus aus Deutschland, ne? Ja. Ist ja dieses Jahr nun mal nicht so. Obwohl ich im Bekanntenkreis... Ist ja alles offen. Ja, aber ich weiß nicht, würdest du nach Spanien fliegen jetzt in der Corona-Zeit? In die Hotspots? Nö. Wir waren einen Tag in Slowenien, da gibt es kein Corona mehr, haben sie gesagt. Das ist auch gut. Eine Bekannte von mir, die lebt in den USA und die waren in Louisiana und haben sich halt ne, mit Mundschutz und so weiter auf diesen und die campen gerne. Die haben so einen riesen Trailer, wo sie damit durch die Kante fahren, in der Bego oder wie sie Kack heißt, und dann auf dem Campingplatz und ne, zum Essen auf dem Gemeinschaftsplatz hatten die alle immer: Macht die Masken weg, ihr Kraus, wir haben hier kein Corona. Ja, jeden Tag kriegst du Horrormeldungen aus den USA, ne? Wie viele Leute neu erkrankt sind und wie viele gestorben sind. Wir haben hier kein Corona, mach die Maske weg. Das ist beleidigend und diskriminierend. Also beleidigend und diskriminierend wären sie gewesen. Ne? Weil die mit der Maske gezeigt hätten, dass sie Angst davor hätten, dass die anderen Corona haben. Das haben die Amerikaner auch noch nicht begriffen, dass wenn man selber eine Maske trägt, nicht man sich selber, sondern andere schützt.
Ne? Und ja. Und deswegen wird Donald Trump auch wieder gewählt. Ja, weil die alle irgendwie. 50% der Amerikaner scheinen ja manches Mal wirklich einen an der Marmel zu haben. Nichts gegen meine amerikanischen Freunde, aber ihr seid manchmal echt ein bisschen eigenartig. Nicht nur die in Turkmenistan zum Beispiel, wurde ja Corona gleich von Anfang an verboten. Ja, das ist ja auch, das finde ich auch sinnvoll. Und ich habe nicht gehört, dass irgendwer in Turkmenistan gestorben wäre. Zumindest nicht an Corona. Stimmt, die sterben halt an anderen Sachen. Richtig. Altersschwäche, Lungenentzündung. Ja. Naja. Also eine Lungenentzündung kann man sich auch mal so zumuten. Bei dem Wechselwetter in Turkmenistan. Wart ihr denn im Urlaub? Als Deutsche? Ja, wo verbringt ihr euren Urlaub? Nicht-Deutsche dürfen natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ja, bitte. Vielleicht ist ja Deutschland auch mal ein neues Urlaubsziel. Ja, vielleicht. Vielleicht. Im Jahr 2011 entschied sich ein israelisches Ehepaar dazu, ihre neugeborene Tochter Like zu nennen. Nach dem allseits beliebten Facebook-Button. Mhm. Könnt ihr mal vielleicht auch Like aussprechen? Ja, das könnte sein. Hieß die auch Button mit Nachnamen, wäre ja lustig gewesen. Ich glaube nicht, dass israelische Familien viele englische Nachnamen haben. Button. Auch kann Französisch nicht haben. Ja, israelisch Knopf halt. Hm. Der Bruder, der hieß Jim zum Beispiel. Nach dem allseits beliebten Puppe mit Migrationshintergrund aus Augsburg. Ja. Ja. Ja, genau. Aber das recht, man könnte es ja dann Like lesen. Likable Würstchen. Ich weiß ja nicht, wie das in Israel ist, weil es gibt ja auch Kinder, die werden ja nach Städten benannt zum Beispiel. Ne? Verona. Paris. Brooklyn. Paris. Gab es nicht mal auch irgendwie, Rolex wollte doch mal irgendwer sein Kind nennen. Das ging ja nicht. Nee. Like. Like würde ich sogar noch so ein bisschen als Namen. Skandinavisch würde ich das einschätzen. Es gibt ja eine Rike. Rike, ja. Mieke gibt es auch. Rike. Heißt das nicht Mike? Nee, es gibt auch tatsächlich Mieke. Ja. Das wird aber gleich dann mit IE. Naja. Oder so. Aber ja, also das wäre jetzt nicht so ein schlimmer Name, würde ich jetzt. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ja, genau. Like. I like. I like. Ja. Fakt 3195. In der DDR konnten die Leute sogar mit der Waschmaschine WM66 Lebensmittel einkochen. Isn't that great? Das war, glaube ich, so ein Toplader. Ich glaube, das war so ein Toplader. Und wenn du nicht auf Schleudern gestellt hast, sondern auf Kochwäsche, dann konntest du da drin bei 90 Grad deine Einmachgläser unten reinstellen. Das war ein Toplader. Der hat sich nicht so, der hat sich so gedreht. Ja. Glaube ich, ich habe 66 noch nicht. Es gab mal so welche, ja. Und ja. Die waren ja pfiffig damals. Man hatte ja sonst nichts. Ist die Frage, war das tatsächlich eine ostdeutsche Waschmaschine oder war das so russische Technik? Nee, die haben ja, die DDR hat ja den halben Ostblock mit Geräten versorgt. Na, also doch. Das wird eine DDR-Maschine schon gewesen sein. Die DDR hat auch den ersten FCKW-freien Kühlschrank gebaut in Europa und entwickelt. Ist auch die Frage, ob die Waschmaschine geräuscharm war. Ja, okay, wenn da so Einmachgläser drin sind, da scheppert natürlich ja, ganz schön. Gut, aber
Vielleicht konnte sie halt einen Steuergang abstellen, wie gesagt, und dann hat die nur gekocht. Das kann ja sein. Ich kenn das Fabrikat nicht. Kannst ja auch einen Fisch in der Spülmaschine machen, zum Beispiel. Genau. Aber die waren ja pfiffig. Vielleicht haben die dann einfach irgendwo so eine Schraube einfach rausgenommen oder reingesteckt oder so. Oder? Ja, kann ja sein. Also mit einer namhaften westdeutschen Maschine ging das nicht. Wir waren also zumindest nicht mit den. Also wir hatten nur normal, wir hatten keinen Dopp. Also ich hatte keinen Dopp. Da musst du Tupper nehmen, das geht nicht kaputt, wenn das. In Tupper kannst du aber nicht einkochen. Na, es gibt auch Mikrowellentupper. Dann kannst du trotzdem nicht einkochen. Wir probieren das mal. Ja. Kann man den Tupper in einer Waschmaschine essen, einkochen? Nicht einkochen, du musst ja das Essen Obst einkochen. Das Essen hängt dann in dem Tupper drin, das ist dann eine Waschmaschine. Das kriegst du da nicht mehr raus. Habt ihr irgendwie Ideen dazu oder schon mal ähnliche Erfahrungen oder Experimente gemacht? Schreibt es bitte in die Kommentare. Oder habt ihr so eine Waschmaschine? Oder habt ihr noch eine WM66 als Waschmaschine? Ja. Postet mal ein Foto. Genau. Jubiläum. Kann man auch mal Bier brauen in der Waschmaschine. Mhm. Das größte Buch der Welt ist 1,07 Meter breit, 1,56 Meter hoch und hat 730 Seiten. Bestaunen kann man dieses Buch aus gemeißelten Marmorseiten in Myanmar. Da stelle ich mir mit Umblättern richtig scheiße vor. Und so mal abends im Bett noch eine Seite lesen, ist dann auch schon ganz schön schwierig. Klom. Schatz, mach auf, Schatz, mach auf. Was ist denn? Blätter mal die Seite mit um. Aber der Mensch ist schon ein erfindungsreiches Wesen. Das muss man schon mal sagen. Aber warum? Weil er es kann. Ach so. Weil er es kann. Warum fliegt er zum Mond? Was will er da? Weil er es kann. Das unterscheidet den Menschen vom Tier. Ist da ein Bilderbuch oder Bilder drin? Das weiß ich nicht. Das muss man an Myanmar fliegen. Nein. Wahrscheinlich kann ich es eh nicht lesen, weil das dann auf Myanmarisch ist. Wo liegt das überhaupt? Irgendwo Asien, ne? Ja. Dann reden die da vielleicht Burmanoesisch. Irgendwie sowas. Oder Indisch. Oder ist das eher so in der China-Ecke oder was? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wenn das dann auch noch so komische Krüschelbuchstaben Schrift oder sowas, da kannst du es eh vergessen. Also ich tendiere mal nicht dazu, dass sie in Asien irgendwo Latein schreiben. Also, ne, was wir vielleicht lesen. Ist das ja in ganz vielen Sprachen. Du musst halt nur die richtige Seite finden. Ja, dann viel Spaß beim Blättern. Oh nein, da kleben zwei zusammen. Nee, das ist doch nur eine Seite. Da fällt mir gerade ein, es gibt doch hier diese Leute, die dann immer so die Telefonbücher durchreißen und sowas. Ne? Ja, den kannst du ja mal diesen 1,07 Meter dicken Wälzer geben. Ja, dann sind die nicht mehr so cool. Eben. Fakt 3197. Ein kleiner Fakt. Monaco und Vatikanstadt, die ja Länder sind, sind kleiner als der New Yorker Central Park. Ja, die grüne Lunge von New York. Ja, Monaco ist eigentlich nur eine Stadt und Vatikanstadt ist auch nur eine Stadt in der Stadt, ein Stadtteil. Ja, ich glaube, der New Yorker Central Park ist auch ein eigener Stadtteil, oder? Das weiß ich nicht. Oder zu welchem Stadtteil gehört der New Yorker Central Park? Queens? Das Manhattan? Kann sein. Manhattan? Oder Manhattan. Wo spielt denn Kevin allein in New York? In New York.
In welchem Stadtteil? Das ist das Schamsinn. Da ist er ja da. Oder erstreckt er sich über mehrere Sachen? Wer war denn von euch schon mal in New York? Ja, ich war zwar schon in den USA, aber in New York war ich noch nie. Ich mag solche großen Moloch-Städte nicht. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in Myanmar. Ja. Ja. Ja, wenn jemand weiß, in welchem Stadtteil der, oder in welchen Stadtteilen, kann ja auch in mehreren liegen, der New Yorker Central Park, obwohl Central in der Mitte, ne? Nicht irgendwo außen bei den Ecken, ne? Liegt, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Oder wer schon mal in Monaco war oder in Vatikanstadt. Und weiß, wie klein es da ist. Ja. Vatikanstadt kannst du ja zum Beispiel Drogen kaufen. Hatten wir ja auch schon mal. Das ja, ist ja da nicht ja. verboten. Also Drogenbesitz. Aber Monaco ist so groß, dass du da wenigstens das Autorennen fahren kannst. Tja. Die fahren nämlich gar nicht so schnell dadurch. Das ist nur so klein. Das sieht nur schnell aus. Ach so, ja. Auf die Perspektive kommt es an. Ja, genau. Prost! Jubiläum! Dann ist keine Urfaktur mehr. Das deutsche NS-Regime zwang 1938 den Großvater des Sängers Billy Joel, seinen Textilversand weit unter Wert an Josef Neckermann zu verkaufen. Neckermann war dann nach dem Kriege dann auch wieder da und hat er auch Reisen angeboten und ja. Aber geben tut es den glaube ich nicht mehr, ne? Neckermann-Versand. Ich habe schon lange nichts mehr gehört. Nee, ne? Ja, und Billy Joel scheint ja dann deutsche Vorfahren gehabt zu haben oder hier beheimatet zu haben. Darum kennt ihr von Billy Joel sein Kühlschranklied? Ja, Neckermann hat ja auch Kühlschränke vertrieben und die wussten ganz genau warum. Und Billy Joel hat darüber geschrieben. Ja, natürlich. Ein historisches Lied eigentlich. Ja. Uptown Girl. Wir müssen den Kühlschrank jetzt mal Uptown Girl. Ich hab dir doch gesagt, du sollst jetzt Uptown Girl. Ja, Uptown Girl. Das ist von Billy Joel, ne? Das mit den Uptown des Kühlschranks. Ja. Ist ja auch wichtig, damit wenn man keinen No-Frost-Gefrierschrank hat oder einen Kühlschrank, dann muss man gelegentlich mal Uptown. Ein Bofrost-Kühlschrank? No-Frost. Ach so. Das waren wieder die Toten Hosen. Der Bofrostmann, der Bofrostmann. Hat der auch irgendwas gekauft, abgekauft? Oder? Nö, nicht als ich wüsste. Aber Bofrost gibt's doch, ne? Bofrost gibt's doch. Zusammen mit Eismann. Bofrost. Billy Joel. Die werden keine Freunde. Weil einer muss ja abtauen. Und Bofrost will ja, das ist nicht Frost. Ne? Er singt dann Abhauen, Girl. Abhauen, Joel. Abhauen, Joel. Ja, die Welt ist klein, ne? Und Deutschland ist meistens ist ganz oft auch das Zentrum, obwohl man es gar nicht vermutet. Tja. Ja, sehr viele bekannte Leute, so mit Günter Jauch und Karl Marx und Billy Joel und ja. Lieke. Ja, Wilhelm Herschel war, glaube ich, auch ein Deutscher. Jude. Wer ist das? Der den Uranus entdeckt hat. Ach so. Ihn George getauft hat. Ach so, genau. Stimmt, da war ja auch was. Ja. Ne, und Kapitäne, die eine Spülung von einer nicht unterscheiden können. Und ja. Ja. Auch sehr viele deutsche Fakten, ne? Ja, Urdeutsch. Urdeutsch. Aber wir haben ja noch ein paar. Genau. Vorletzter Fakt. Tiger ruhen sich 16 Stunden am Tag aus. Eine Giraffe hingegen
braucht nur 2 Stunden Schlaf täglich. Und eine Schlange kann sogar bis zu 3 Jahre lang schlafen. Ja, das sind du und nur ein Tiger. Der schläft doch. Ah, könnte auch eine Schlange sein. Eine Tigerpython. Tigerpython, ja. Dann lieber so ein Gieraffe. Ja, dann lieber ein Gieraffen, ja. Sind ja ganz schön müde, diese Viecher manches Mal, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Tiger 16 Stunden pennt. Naja, ist ja auch nur 8 Stunden. Ist ja nur 8 Stunden wach. Ja, da geht er arbeiten. Ach so, ja, das ist ja so ähnlich wie bei uns. Ne? 8 Stunden arbeiten und dann 16 Stunden durchpennen. Ja. Vielleicht gehst du auch nur 6 Stunden arbeiten und hast du noch 2 Stunden zum Essen. Ja, richtig. Ja. Also Tiger müsste man sein. Ah nee, dann landest du hier als Fell auf dem Bauch von irgendwelchen Leuten, ne? Das ist auch nicht schön. Oder an der Wand. Oder auf dem Boden. Weißt du eigentlich, warum der Löwe Löwe heißt? Ja, weil er kein Tiger ist. Weil er durch die Steppe läuft. Und warum heißt der Tiger Tiger? Ja, weil er durch die Steppe tigert. Weil er heftiger läuft. Hier, lass uns lieber einen trinken und nicht so, keine Plattwitze. Heftiger trinken. Jubiläum. Jo. Jo, liebe Leute, kommen wir zum Jubiläumsfakt 3200. Jubiläum! Haben wir hier schon 3200 unnütze Fakten euch beigebracht oder nahegelegt? Ja, und der hat's in sich. Der letzte Fakt für heute. Oh. Und zwar, die Morgenlatte beim Mann wegen Harndrang ist den meisten Erwachsenen geläufig, dass das passiert nach dem Aufstehen, ne? Dass Männer dann eine sogenannte Morgenlatte haben. Allerdings, was ist mit der Schlaflatte? Und damit meine ich nicht das Bettenrost. Das Bett gestellt. Die Schlaflatte nennt man die Erektion, die ein Mann in der Nacht bekommt. Angeblich alle 2 Stunden. Experten vermuten dahinter eine automatische Überprüfung des Körpers, ob die Fortpflanzungsfunktionen auch tatsächlich noch gegeben sind. Das heißt, wenn du ein Tiger bist, dann kriegst du 18 Mal eine Schlala und danach eine Mola. 8 Mal. Ja, nee, 18. Ja, was 18 Mal gesagt. Habe ich 18 gesagt? Ja, das ist egal. Ja, das weckt den Tiger in dir. Ja, ist schon interessant. Also, ich konnte das noch nicht beobachten. Weil in der Regel schlafe ich dann. Ich weiß nicht, was da. Du kannst dich ja alle 2 Stunden den Wecker stellen. Das funktioniert ja nur im Schlaf, weil das ja eine unbewusste Überprüfung des Körpers ist, ob das noch funktioniert. Ja, aber das dauert ja, bis der auch erstmal wieder weg ist. Vielleicht, wenn du genau den Punkt abpasst, dann zu gucken, jo, dann bist du wieder ein, 2 Stunden später, guck wieder, jo. Oder lässt halt mal die Freundin oder die Frau nachgucken. Oder den Freund oder Ehemann. Ja. Oder gehst mal mit einer Infrarotkamera schlafen und machst auf Aufzeichnung. Obwohl man ja nicht so genau. Also die Forscher vermuten das ja nur. Vielleicht haben Männer aber auch nur alle 2 Stunden sehr heftige Träume. Genau, daran liegt es nämlich. Ich habe ja zum Beispiel letzte Nacht von der Arbeit geträumt und habe mir gleich 8 Überstunden aufgeschrieben. Like.
Ja, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beim Jubiläum. Jubiläum. Ja, und dann freue ich mich schon, ob euch irgendetwas einfällt, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Und dass wir uns bald demnächst gesund und munter wiedersehen auf eine neue Runde. Genau. Bis zum nächsten Jubiläum dann auch. Das dauert ja noch ein bisschen, aber. Ja, aber wir können, ihr könnt ruhig dann die anderen Jubiläum, ja. Ihr könnt die anderen Folgen dann auch ruhig zwischendurch schauen. Ihr müsst nicht bis zum Jubiläum warten. Mhm. Tschüss.